So, willkommen zurück auf meinem Kanal. Es gibt eine schnelle kleine Unboxing-Runde. Ich habe gerade Probleme mit dem Internetanschluss. Ich hoffe, das Video hochladen zu können. Wenn nicht, wird das dann wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis wieder mal was kommt. Ich weiß nicht, woran es liegt, wie lange es dauert, bis das Internet wieder normal und stabil läuft. Ich versuche das Video kurz zu halten, dass ich es schnell hochladen kann. Mal gucken, ob es funktioniert. Wir fangen an. So, was drin ist, könntet ihr schon eventuell im Titel des Videos gelesen haben. Schnack. Es sind zwei neue Star Trek Modelle aus der Raumschiffsammlung von Eagle Moss. Zack, zack. Einmal der klingonische Kampfkreuzer der Wortstar-Klasse, den ich hier gerade versuche rauszufummeln. So, da gab es natürlich auch wieder ein Heftchen dazu. Das seht ihr hier. Wieder mit diversen Informationen und Bildern zu dieser Raumschiffklasse. So. Und so schaut das Schiff dann aus. Wir fangen mal von vorne an. Ich denke mal, Star Trek-Fans dürften dieses Modell kennen. Das ist zwar, glaube ich, in der Next Generation über Deep Space Nine und vielleicht, glaube ich, sogar auch bei Voyager überall zu sehen. Von der Seite, von hinten, von der anderen Seite, von oben und von unten. Hier wieder die ein bisschen näher rangehen, damit man die Details erkennt. Irgendwo habe ich den Fuß noch hingeschmissen zum Aufstellen. Aber wir wollten uns ja kurz fassen und deshalb machen wir auch gleich mit dem nächsten weiter. Das ist die Enterprise E aus den Kinofilmen Der erste Kontakt bis Nemesis. Auch hier wieder mit dem Heft, mit Bildern und genauen Angaben zum Schiff. Hier ist das Modell. So schaut's aus. Ja, bin ich nicht begeistert von, weil man, ich halte es jetzt mal in die Kamera ein bisschen näher, weil man hier schon sehr viele Klebereste sieht, also beziehungsweise die Elemente, die aufgesteckt und angeklebt wurden. Es sieht nicht wirklich aus wie ein Guss, sondern wirklich zusammengesteckt. Und es ist auch sehr, sehr weiches, olles, billiges Material. Das ist alles sehr biegsam. Ich habe eben gerade schon ein bisschen knacken gehört, als ich das gebogen habe. Ja, schade. Weil eigentlich finde ich dieses Modell sehr cool. Ich finde dieses Schiff sehr schön. Sie sieht deutlich aggressiver aus wie das Schiff aus der Next Generation Serie, die Enterprise D. Die wurde hier ja so ein bisschen auf die Kinofilme zugeschnitten. Bisschen actiontauglicher gemacht. Insgesamt finde ich das ein schönes Schiff, aber das Modell hier, ich weiß nicht so recht. Von oben schaut es eigentlich ganz cool aus. Obwohl, wenn man auch hier wieder diesen Übergang sieht, dieses raufgesteckte, raufgeklebte. So, von hinten, von oben, von der Seite. Von vorne.
Und von unten. Ja, gut. Also wie gesagt, zwei neue Star Trek Modelle. Die Lieferung kam mal ziemlich pünktlich an, sonst brauche ich dafür oder brauchen die immer länger, bis die einen beliefern, wenn man dann Abo abgeschlossen hat. Nun sind sie da, sie kommen zu den anderen Schiffen mit dazu. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne kommentieren, gerne liken, Kanal abonnieren oder auch mal die Facebook-Gruppe besuchen. Und bis zum nächsten Mal, bis denn. Tschüss!